Graue Faser. Ey, scheiße. Sind die behindert? Ah, gut. Toll. Hätte ich mir auch ein bisschen eher überlegen können. Ja. Rechts sehen wir jetzt ziemlich viel Fasern. Wir können diese Dinger zerstören. Wir können jetzt auch lang, allerdings werden wir dann elendig verrotten und das wollen wir nicht. Denn da können wir erstmal noch nicht lang, denn wir bekommen noch zu viel Schaden von Fasern. Das lässt sich noch ändern später. Und es ist hier dunkel. Und da sind Metroids. Und da sind viele Metroids, glaube ich. Und das, was mich eigentlich am meisten stört. Ich meine, so ein Metroid oder so, ja, okay, ne? Aber 5 Stück oder so? Muss eigentlich nicht sein. Erst richtig, wenn man runterfällt. So eine Scheiße, ne? Oh, 4 Stücke waren es. Nein. Achso, das ist das Viech da. Nein, da ist auch noch einer. Oh Gott. So, wir können jetzt links lang, da ist irgendein kleiner Raum, oder wir können rechts lang. Ich würde sagen, erstmal links. Vielleicht ist da ein Speicherpunkt. Also schätze ich mal, dass einer ist eigentlich. So, und rüber. Warte mal, irgendwo war das. Da war es ziemlich dunkel und da war da so ein kleiner Abschnitt. Was ist das denn jetzt? Missile-Depot. Achso. Habe ich das nicht schon mal gescannt? Na egal. Kurz mal Sound resetten. Ich habe schon wieder 22 Minuten. Ach, scheiße. Naja, egal. Ja, irgendwo war eine Stelle. Ich glaube, das ist auf der anderen Seite hier. Da denkt man sich nichts Böses. Es ist also ein bisschen dunkler. Und dann sieht man nicht so gut. Dann erkennt man nicht, dass das so ein kleiner Schlitz ist, wo man durchfallen kann. So. Genau hier. Da bin ich zum ersten Mal, oder beim ersten Mal runtergefallen. Habe ich nicht gemerkt. Fasern. Und Scheiße, das sind jetzt so unsichtbare Impulsbomber. Das muss ja auch nicht sein. Oder nur welche durch Röntgenstrahlung zu sehen. Ey, fuck, ich hab's gehört, da war noch einer, ich hab ihn eben nicht gesehen. War wohl um die Ecke. Oh, nö, ne? Oh. Ich hol mal kurz neue Batterien. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Zurück mit frischen neuen Batterien. Die jetzt hoffentlich noch bis zum nächsten Speicherpunkt anhalten. Ja, ich würde jetzt gerne mal einen Speicherpunkt sehen. Muss ich ganz ehrlich sagen, und oh scheiße. Ja, das ist eigentlich der einzige Nachteil bei diesem Plasma-Beam, und zwar, ja, es gibt jetzt auch Plasma-Beam-Piraten, die gab es natürlich vorher nicht, denn ansonsten hätte man die ja nicht besiegen können. Das wäre ein bisschen scheiße gemacht. Ja, wir sehen jetzt wieder, sie brennen. Ja, sie brennen halt, ne? Ich hoffe, da links ist ein Speicherpunkt. Denn so langsam könnte ich mal wieder einen gebrauchen. Muss ich wirklich sagen. Oh, komm schon. Ja, super, genau vor das Ding. Toll. So. Ja, ich hatte übrigens geplant, weil er jetzt doch ein paar fragten, ob ich nicht einen 200 Abonnenten Special mache, was ja eigentlich noch gar nicht so weit ist, sondern ich habe ja erst 150 irgendwas. Scheiße. Hatte ich mir überlegt, dass ich da mal einen Livestream mache, so als kleines Special. Ich wollte jetzt nichts Großes machen, weil mir erstens die Ideen fehlen und zweitens ich sowieso erst eigentlich normalerweise ab 500 wie das nächste Special machen wollte. Nur weil jetzt eben so viele fragten, dachte ich mir, ja komm, hast du auch eins bei, bei 200. Und dann dachte ich mir, ich mache einfach mal einen Livestream, ich probiere es mal aus. Und, ja, ich weiß noch nicht genau, welches Spiel, ich probiere noch, ob das mit Bully geht, was natürlich ein bisschen blöd wäre. Also, denn ich wollte
den Livestream eigentlich nicht aufnehmen, also weil sonst wäre es eigentlich kein Special, sonst kann sich jeder später angucken und ich möchte irgendwie, dass sich das nicht jeder später angucken soll, tun lassen können. Ja, hier ist wieder zu, da können wir aufmachen, glaube ich. Ja, ich werde dazu noch genauere Infos geben, wenn ich, was weiß ich, 180 Abonnenten oder so. Zeit und alles. Also, wann es anfängt und sowas eben. Wenn ich überhaupt 200 Abonnenten bekomme. Wer weiß. Muss ja nicht. Ja, so ist es nicht. So, Speicherpunkt, 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 Speicherpunkt. Komm schon. Ja, Speicherpunkt. Eingehende Scandaten. Ja, super. Die gucken wir uns jetzt nicht mehr an. Möchtest du speichern? Yes. Wir wollen speichern. Ach, so, wir stricken. Ich habe das bestimmt 2 Stunden gespielt und eine halbe Stunde aufgenommen. Scheiße. Na egal. Ja, starke Faser und Messung. Ja, gucken wir uns trotzdem noch an. Und zwar ist es da links, ja. Elite-Quartier. Oh, scheiße. Das hört sich schon mal nicht gut an. Egal, ich beende das hier erstmal wieder. Mal gucken, wie viel Prozent wir jetzt haben. Ich glaube, am Anfang hatten wir 42 oder so. Und 4 Stunden und 15 Minuten ungefähr Spielzeit. Gucken, wie es jetzt ist mit der Spielzeit her. Dann seht ihr mal, wie viel ich jetzt hier offscreen gemacht habe. Ja, komm schon, lad. So, sehen wir jetzt nochmal die schöne Vorschau. Ich könnte es natürlich wieder laufen lassen, aber nein. Ihr habt ja schon gesehen. Ansonsten mache ich nochmal ein extra Video dazu, aber... Ne, ich denke, das ist eigentlich so ganz okay. Okay, ich habe jetzt 1 Stunde aufgenommen. Also 1 Stunde gespielt. 51% haben wir. Gut. Ja, gut. Okay, dann würde ich sagen, mache ich hier einen kurzen Schnitt, was ich eigentlich gar nicht jetzt sagen wollte, sondern ich wollte eigentlich sagen, dann verabschiede ich mich erstmal wieder von euch. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Metroid Prime Trilogy. Bis dann.